Hi, liebe Schüler des 7. Jahrgangs, ich wollte euch einmal kurz feedbacken, dass ich fand, dass jetzt diese Zeit, die echt schwierig war für alle Beteiligten, wo ihr euch viel selbst steuern musstet, selbst neue Sachen lernen musstet, genau wie wir, echt super geschlagen habt, fleißig gearbeitet habt, die allermeisten von euch und auch viel irgendwie geschafft haben. Dafür gibt es von mir auf jeden Fall mal ein dickes Well done. Ja, also wirklich Kompliment. Ich weiß, dass es nicht einfach war. Habt ihr echt super gemacht. Jetzt kommen als erstes auf jeden Fall erstmal die Ferien. Also ihr habt jetzt Zeit, euch zu erholen. Bitte denkt daran, stay home. Ja, nehmt die ganze Sache ernst, nehmt es nicht zu locker. Achtet aufeinander, achtet auf eure Familie, auf eure Großeltern. Geht nicht unnötigerweise auf die Straße, wenn es nicht sein muss und so weiter. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Ferien. Ja, genießt die Zeit. Erholt euch, arbeitet vielleicht noch ein bisschen, wenn ihr Zeit habt, aber macht euch nicht fertig. Genießt es, enjoy und wir sehen uns hoffentlich nach den Ferien in der Schule wieder. Ich freue mich drauf. Alles klar, bis dann. Ciao. Dear 7-year students, I must say, I really missed you during the last 3 weeks. So, now I'm going to wish you a wonderful holiday. Stay healthy, eat healthily, remember, do some sports and drink some tea, keep calm and carry on. Have a nice holiday. Bye. Hallo, liebe SchülerInnen. Ich wollte euch ein riesiges Lob aussprechen dafür, wie grandios ihr gearbeitet habt, wie gut ihr mit der Situation umgeht. Ich hätte nie erwartet, dass Online-Unterricht so gut laufen kann, wie er das gerade tut. Ich bin total geflasht, mega schön. Ich wünsche euch aber jetzt wunderschöne Ferien, viel Erholung. Macht bitte nichts für die Schule, sondern nehmt euch die Ferien. Und wir sehen uns hoffentlich nach den Ferien wieder. Ich vermisse euch wirklich. Und Schule alleine ist sehr viel blöder und langweiliger als Schule mit euch. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Liebe Kinder, ich wünsche euch schöne Ferien und euch und euren Familien frohe Ostern und bleibt gesund. Meine Lieben, von mir ein riesiges Lob an euch. Ihr hört im Hintergrund den Applaus, den ich euch spende. Es war eine großartige Leistung, die ihr jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen gemacht und erbracht habt. Videos sind bei mir reingeflogen, ohne Ende. Großartig. Und jetzt genießt erstmal die Ferien. Macht euch schöne Ferien und kommt gesund wieder. Bis bald. Huh, meine Simis. Ha! Ich hätte niemals gedacht, dass Mitgekreische irgendwann mal fehlen wird im Schülerclub. Aber was soll ich sagen? Es ist tatsächlich so. Wir vermissen euch sehr, sehr, sehr. Und ja, ihr wuppt das zu Hause mega. Seid fleißig, seid immer noch motiviert. Dafür schon mal ein ganz, ganz dickes, fettes Lob. Und ja, macht weiter so, bleibt dran. Jetzt aber erstmal die wohlverdienten Ferien. Osterhase, Osterhase! Ganz viel Ostergeschenke, ganz viel Ostereier, auch wenn die jetzt wahrscheinlich zu Hause gesucht werden müssen. In diesem Sinne, dicke Knutschi von der Kati. Tschüss! Hallo ihr Lieben, ich bin total stolz, wie viele von euch sich jeden Tag aufs Neue motiviert haben und von zu Hause Schule gemacht haben. Das habt ihr wirklich super gemacht und darum genießt eure Ferien. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dann wieder in Live und in Farbe. Viel Spaß! Hallo an alle meine SchülerInnen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich wollte euch kurz für den Ferien noch viele liebe Grüße schicken und euch auch ein dickes Lob aussprechen. Die meisten von euch, ihr habt es super gemacht mit dem selbstständigen Arbeiten. Ihr habt nachgefragt, ihr habt Aufgaben geschickt. Und ja, dafür ein dickes Lob. Das ist ja nicht so einfach. Und ja, ihr habt es wirklich toll gemacht. Und ich wünsche euch schöne 2 Wochen Ferien, erholsame Ferien. Bleibt gesund. Geht schön raus, genießt die Sonne mit eurer Familie und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann meldet euch trotzdem bei uns und ich hoffe, wir sehen uns im April wieder. Macht's gut! Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr in den letzten 3 Wochen so gut und selbstständig gearbeitet habt. Vielen Dank auch an die Eltern für die ganze Unterstützung dieser Zeit. Das war sicherlich für sie auch nicht leicht. Jetzt sind aber erstmal Ferien und wir wünschen euch dafür eine schöne und entspannte Zeit.
Kommt alle gesund wieder, achtet auf euch und achtet auch auf andere und wir sehen uns. Bis bald!